Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 126 Malfoy Manor, zweiter Teil. Narcissa war vor über 4 Stunden in Malfoy Manor angekommen. Schon am großen, eisernen Tor hatte sie Halt machen müssen, um die Schutzzauber ihrer Familie zu durchbrechen. Schon der leicht bewaldete Weg zum Herrenhaus hatte romantische Erinnerungen an eine gute Zeit in ihr aufkommen lassen, auch wenn die Bäume jetzt im Winter kein Laubkleid trugen. Ernüchternd war jedoch der Anblick der Fläche um das Herrenhaus herum gewesen, denn die vielen Erdhügel und Löcher ließen erraten, dass der Boden mit Gnomen verseucht sein musste. Es war nicht leicht gewesen, sich Zutritt zum Herrenhaus zu verschaffen, denn neben den Schutzzaubern, die das Ministerium gelegt hatte und die sich mit dem heutigen Tage verflüchtigt hatten, war das Haus auch noch durch die eigenen Magiewälle geschützt, die Lucius und sie damals selbst erdacht und angebracht hatten. Nur wenigen Vertrauten war es damals möglich gewesen, ohne eigenen Schaden diese Schutzzauber passieren zu dürfen. Es hatte sie 2 Stunden gekostet, sich an alle Zauber erinnern zu können, um endlich den Weg nach drinnen nicht nur zu ermöglichen, sondern den viel zu starken Schutzmechanismus völlig außer Kraft zu setzen. Ein einzelner Zauber zum Schutze des Heimes sollte genügen. 20 waren in einer Zeit des Friedens definitiv nicht mehr notwendig. Sie streifte mittlerweile in Erinnerungen schwelgend durch die Räume und stellte mit Abscheu fest, dass es hier drinnen düster und wenig heimlich war, obwohl ihr nichts fremd vorkam. Die Einrichtung war in dunklen Farben gehalten, die Wände, der Boden, die schweren Gardinen und die Möbel. Damit Sonnenlicht hereinscheinen konnte, hatte Narcissa die dunkelroten Samtvorhänge aufgezogen, was zur Folge hatte, dass ein paar tote Doxys aus den Falten des schweren Stoffes zu Boden gefallen waren. Das eindringende Sonnenlicht wurde sogleich von den schwarzen Wänden verschluckt, sodass der Raum noch immer unbeleuchtet wirkte. Staub hatte sich überall fingerdick gesammelt und die Fensterrahmen waren angelaufen. Narcissa ekelte sich vor dem vielen Schmutz. Im grünen Salon, den Raum hatten ihr Mann und sie so getauft, weil es hier kaum eine andere Farbe zu sehen gab, stachen sofort die einst hellgrünen und jetzt welken Pflanzen ins Auge. Die aufgewühlte Erde der Blumentöpfe wies kleine schwarze Eierschalen auf und so wusste Narcissa, dass dieses Haus mit Doxys verseucht sein musste. Andererseits könnte es schon sehr lange her sein, als die vielen Schädlinge geschlüpft waren, denn sicherlich würde das hartnäckige Ungeziefer nach etlichen Jahren keine Nahrung mehr finden. Seufzend entschloss sich Narcissa dazu, nicht das gesamte Haus zu inspizieren, denn weil es zu dieser Jahreszeit bereits am späten Nachmittag dunkel werden würde, sollte mindestens ein Badezimmer und das eheliche Schlafzimmer in einem guten Zustand sein, sodass sie diese Räume nutzen konnte. So krempelte sie die Ärmel ihres Kleides bis zum Ellbogen hinauf und machte sich daran, mit ihrem Zauberstab und 0 notwendigen Sprüchen das Badezimmer auf Vordermann zu bringen. In den Kerkern saß Hermine noch immer bei Severus und sie hatte ihre erste Portion Gulasch einfach still aufgegessen. Mit einem Stück Weißbrot erhaschte sie den letzten Rest vom Teller, während er nur wortlos auf der Couch saß und sich fragte, warum sie einfach nicht zu vertreiben war. »Sind Sie jetzt satt?«, fragte er spöttisch. Nur um ihn zu ärgern, griff sie nach einem Schälchen mit Dessert, sodass er mit den Augen rollte. »Gut. Während Sie sich Ihrer Süßspeise ergeben, möchte ich Ihnen ein kleines Geheimnis anvertrauen.« Sie blickte ihn erwartungsvoll an und war ganz Ohr,
Doch er sagte lediglich: Albus hat sein Leben und auch das von Black mit dem Elixier des Lebens erhalten. Hermine blinzelte, bevor sie fragte: Ich dachte, Flamel hätte den letzten Rest von dem Elixier. Hat er auch, aber Albus hat sich das Elixier neu beschafft. Eröffnete er ihr. Mit gerunzelter Stirn kombinierte sie: Das würde doch dann aber bedeuten, dass Albus den Stein der Weisen besitzt, aus dem er das Elixier gewinnen kann. Gratulation. Hat bei Ihnen gar nicht mal so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Sie schmollte einen Moment, doch dann fragte sie: Woher wissen Sie das? Er hat es mir anvertraut. Wann? Fragte sie sofort nach. Gestern Abend. Und im Übrigen hat er mir noch verraten, dass gestern Abend auch das letzte Treffen des Phönixordens stattgefunden haben soll. Bevor sie wieder fragen konnte, erzählte er von sich aus: Sie wollten den Orden auflösen, weil sich meine Befürchtungen bezüglich der ausgebremsten Handlungsfähigkeit des Ordens bestätigt zeigten. Erstaunlich, sagte Hermine ein wenig baff. Wieder zum vorigen Thema wankend, fragte sie: Und wo bewahrt er den Stein auf? Ich meine, hat er keine Angst, dass Voldemort davon erfährt? Ich habe keine Ahnung, wo er ihn versteckt hält. Um Voldemort hat er sich jedenfalls nicht gesorgt. Na, bei den Neuigkeiten hat es sich doch gelohnt, heute bei Ihnen vorbeizuschauen. Sie lächelte breit, doch er schnaufte nur abfällig. Sagen Sie, Severus, machen wir heute was oder wollen Sie den Tag lieber für sich haben? Ohne sie anzublicken, sagte er: Eigentlich hatte ich für heute ein Treffen wegen meines Experiments arrangiert. Sie schrieben, dass Sie für heute ein Squib eingeladen haben? Hermine nickte, sodass er auch anfügte: Ich hoffe, wir bekommen es zeitlich unter einen Hut. Sanguine und Worple werden heute am frühen Abend zu uns stoßen. Bella kommt. Hermine hielt inne, weil Severus sie mit Entsetzen in den Augen anblickte. Sie verbesserte: Arabella kommt in einer Stunde, beziehungsweise hole ich sie ab und appariere mit ihr vor die Tore. Haben Sie auch andere Squibs im Auge? Wollte er wissen. Ich kenne ehrlich gesagt keine anderen bis auf Mr. Filch, aber ich denke nicht, dass ich ihn fragen möchte. Erwiderte sie ehrlich. Er brauchte nicht lange nachzudenken, sondern schlug vor: Fragen Sie Ihre alten Klassenkameraden. Ich bin mir sicher, irgendjemand kennt noch einen, der sich bestimmt für dieses Experiment zur Verfügung stellen möchte. Wie sieht es mit Muggeln aus? Ich habe natürlich zuerst an meine Eltern gedacht, aber da beide mit mir in die Winkelgasse gehen konnten, muss ich davon ausgehen, dass meine Magie sie möglicherweise schon irgendwie beeinflusst hat. Bei Anne sieht das genauso aus. Ich müsste einen Muggel finden, der noch nie mit der Zaubererwelt in Berührung gekommen ist. Das, Hermine, wird wohl kaum möglich sein. Denn das würde gegen das Gesetz zum Schutz der Muggel und gleichzeitig auch gegen jenes zum Schutz der Zaubererwelt verstoßen. Wir müssen schon mit ihren Eltern und mit Miss Aldair Vorlieb nehmen. Das wären dann 3 für ihre Abschlussarbeit über den Trank. Sagte er gewissenhaft. Seit wann kümmern Sie sich um Gesetze? Fragte sie nörgelnd und er blickte sie daraufhin nur finster an. Trotz seiner miserablen Stimmung zwang sich Severus dazu, dem Experiment mit Arabella beizuwohnen. Gern wäre er allein geblieben, um den ganzen Tag, nein, besser das ganze Wochenende, im Bett oder auf der Couch zu verbringen. Heute Abend, wieder während seines Rundgangs auf den Dachboden gehen zu müssen, ließ ihn erschaudern. Sich ständig mit der Möglichkeit konfrontiert zu sehen, seinen größten Wunsch erspähen zu können, erweckte eine solche Schwermut in ihm, dass er sie nicht mehr zu überspielen imstande war. Selbst seine Schülerin hatte sehen können, dass er nicht wohlauf war und das durfte nicht sein. Nur deshalb riss sich Severus zusammen und bereitete das Experiment vor, während Hermine ihre alte Freundin Arabella Fick aus der Muggelwelt abholte. Mit seinen Gedanken war Severus nicht hier in seinem Labor, sondern oben auf dem Dachboden. Die quälende Frage beschäftigte ihn, ob er das sehen würde, was er sich erhoffte. Doch gleichzeitig fürchtete er den Schmerz, den der Anblick der Spiegelung in Nehegib in ihm auslösen würde. Severus, fragte Hermine unwirsch.
Er blickte sie mit betrübten Augen an, so dass sie ihre harschen Worte bereute. Mit weitaus milderer Stimme sagte sie: Ich hatte gefragt, ob Sie bereit wären, Arabella würde den Trank jetzt nehmen. Blinzelnd schaute er vor sich und erblickte die nette alte Dame, die ihn anlächelte. Die Ankunft der beiden hatte er gar nicht wahrgenommen. Ich bin bereit, Arabella, wenn Sie den Trank einnehmen würden? Fragte Severus angestrengt höflich. Aus den Augenwinkeln heraus bemerkte er, wie Hermine ihn skeptisch beobachtete. Arabella Fick, seit Geburt ein Squib, nahm den Trank und Hermine stoppte wie üblich die Zeit. Nach 10 Minuten sagte Hermine enttäuscht: Da passiert überhaupt nichts. Tut mir leid, dass ich eine Enttäuschung bin, sagte Arabella entschuldigend. Ach nein, so war das doch gar nicht gemeint. Hermine winkte lächelnd ab. Es ist nur, ich habe fest damit gerechnet, dass irgendwas geschehen würde. Sie seufzte und blickte zu Severus hinüber, der geistesabwesend auf sein leeres Blatt Pergament starrte und fragte ihn: Irgendein Vorschlag, Severus? Er regte sich nicht. Severus! Wiederholte sie mehrmals, wie schon vorhin. Vor Arabella war es ihr unangenehm, dass er sich so distanziert und uninteressiert zeigte. Severus! Sagte sie laut und erschreckte hoch. Sie hören mir überhaupt nicht zu. Ich habe gefragt, ob Sie eine Idee haben. Bei Arabella scheint der Trank nicht zu wirken. Geben Sie mir doch einfach Ihren Zauberstab, sagte er mit matter Stimme. Sein Vorschlag hielt ihr vor Augen, dass sie heute auch nicht ganz bei der Sache war, denn darauf hätte sie auch selbst kommen können. Sie ging hinüber, um Arabella ihren Zauberstab zu geben, und dann... Ich fasse es nicht. Severus, sehen Sie das? Fragte Hermine verdutzt. Von dem beigefarbenen Ton des leeren Pergaments aufblickend, betrachtete Severus das Schauspiel vor sich. Arabellas Körper war noch immer frei von Farbe, bis auf ihren rechten Arm, der einen ganz leichten, kaum wahrnehmbaren Schimmer orange aufwies. Orange war auch eine der kräftigsten Farben bei Hermine gewesen. Ob der Stab? Ach, es kann nur so sein, dass der Stab ihr meine Farben gibt, oder was meinen Sie? Fragte sie aufgeregt. Das können wir leicht überprüfen, sagte er mit etwas mehr Elan als zuvor. Er griff in seine Innentasche und zog seinen Stab aus Weißbirke heraus. Hermine nahm ihm den Stab ab, ging zu Arabella hinüber und tauschte die Stäbe aus. Doch die Farbe am Arm blieb mit Severus' Stab ebenfalls orange. Heißt das, es ist ein wenig Magie in Arabella vorhanden, die erst durch einen magischen Gegenstand, in diesem Falle einem Zauberstab, aktiviert wird? Stellte Hermine als These in den Raum. Möglich wäre es. Aber wir müssen das natürlich noch an anderen Personen testen, erwiderte Severus. Arabella betrachtete den hellen Stab in ihrer Hand und die Farbe, die er zum Vorschein bringen konnte, bevor sie freundlich lächelnd sagte: Der Stab gefällt mir, ist sehr hübsch und liegt gut in der Hand. Ohne von seinem Pergament aufzublicken, auf welchem er endlich Notizen machte, sagte Severus wenig schmeichelnd: Machen Sie sich keine großen Hoffnungen. Sie werden nie einen bekommen. Über diesen Kommentar war Hermine völlig empört, doch sie sagte nichts. Arabella hingegen schien sich gar nicht daran zu stören. Nach 30 Minuten war das Experiment vorbei und Hermine brachte Arabella vor die Tore Hogwarts, um mit ihr nach Hause zu apparieren. Es war schon dunkel, als sie im hinteren Garten von Arabellas Haus angekommen waren. Da sagte Hermine reumütig: Es tut mir so leid, was Severus gesagt hat. Bitte entschuldigen Sie. Arabella lachte, bevor sie erklärte: Wenn er denkt, er könnte mich damit verletzen, dann liegt er falsch. Ich bin schon eine alte Frau, Hermine. Ich habe mich vor vielen Jahrzehnten damit abgefunden, nicht wie meine Eltern und Geschwister zaubern zu können. Seine Bemerkung war trotzdem fehl am Platz, sagte Hermine entschuldigend, während sie mit Arabella zur Tür ging. Ich bin froh, wenn ich ein wenig helfen konnte, meine Gute. Halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, falls ich nicht sowieso bald etwas über 7 Tagespropheten lesen werde, bat Arabella lächelnd, bevor sie sich nochmals für den abwechslungsreichen Tag bedankte und sich verabschiedete.
Wenige Minuten später bereits war Hermine wieder auf dem Weg in die Kerker. Die Wut darüber, dass Severus ihre gute Bekannte so böse diskriminiert hatte, kochte in ihrem Bauch und wartete nur darauf, sich bei Severus entladen zu können. Stürmisch öffnete sie die Tür zu seinem Labor und stutzte, als sie dort niemanden antraf. Es war gerade 2:30 durch. Wobble und Sanguini würden zu 18 Uhr kommen. Doch wo war Severus jetzt? Sie warf einen Blick in sein privates Büro. Doch auch hier traf sie ihn nicht an. Auf dem Flur ging sie eine Tür weiter und Salazar öffnete ihr. Harry wedelte mit dem Schwanz, als er sie erkannte, doch von Severus war im Wohnzimmer keine Spur. Mutig ging sie zur leicht geöffneten Schlafzimmertür hinüber und dort sah sie ihn liegen. So wie sie ihn heute Morgen schon angetroffen hatte, lag er auch jetzt nur mit Hose und weißem Hemd auf seinem Bett. Den Rücken ihr zugewandt, ob er schlief, konnte sie nicht ausmachen. Eine Weile stand sie im Türrahmen und überlegte, ob sie ihn ansprechen durfte. Er hatte sich den ganzen Tag schon so seltsam verhalten. Und da sie Harrys und Rons Aussage für bare Münze nahm, konnte sie davon ausgehen, dass er gestern Abend schon so gelaunt war. »Severus?« fragte sie leise ins Schlafzimmer hinein. Er regte sich nicht. So, dass sie das Zimmer mit einem Gefühl der Sorge verließ. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.